Immer Einzelgängerin, weil es passt am ehesten so zu extra extrovertiert irgendwie. Moment mal. Teenager, junger Erwachsener. Wir haben eine Teenagerin jetzt. Das ist jetzt. So sieht Brigitte aus, wenn sie altert. Ja, introvertiert. Stimmt. Hast du recht. Falsches Wort. Okay, passt mal aus, liebe Leute. Wir müssen es wie immer bei Geburtstagen mal kurz machen. Wir müssen mal sie ganz kurz. Und vor allem, was ist denn da mit dem Gewicht passiert? Ja, sie hat nie Sport gemacht. Das wird sich jetzt ändern. Denn sie ist Meerjungfrau. Aber sie muss dringend. Also sie kommt nach Hawaii. Hawaii hat ja auch ein Gewichtsproblem, wenn sie nicht Sport macht. Okay. Also das ist jetzt überraschend. Aber wir haben. Sag mal. Ich wollte gerade sagen, irgendwas hat da nicht funktioniert. Ja. Die Form im Wasser, sie hat kein Unterteil. Haben die neue Schattierung rausgehauen? Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es kommt mir jetzt gar nicht so sehr bekannt vor hier. Okay, ganz ehrlich, ja, theoretisch schon, aber sie muss dringend abnehmen, glaube ich. Dringend. Grazil trifft es, sie muss dringend abnehmen. Dringend. Aber wie gesagt, das ist ein Teenager, den wir hier gerade haben. Ich weiß jetzt schon, was ich mit ihr demnächst machen werde. Sie wird, glaube ich, sehr oft, ins Fitnesscenter oder ins Wasser. Ne, draußen ist ja Wasser, sie muss mal schwimmen. Definitiv. So, also passt mal auf. Erstens, was ziehen wir ihr dann an? Irgendwas, was auch ihr steht. Das wird jetzt eine ziemliche Herausforderung. Wer kennt sie nicht? Die Grazie eines Nilpferdes. Ja, kenne ich auch in privat. Tut mir leid. Bei mir selbst. Also, alles wird gut. So, aber trotzdem, was ziehen wir ihr denn an? Weil ich sag mal jetzt mal, so eine Sachen sehen teilweise ein bisschen falsch aus irgendwie. Einfach nur, weil passt nicht hundertprozentig. Und sie hat bisher noch keinen echten eigenen Stil. Das muss man jetzt leider auch sagen. Ich will jetzt auch nicht zu lange hier in dem Designer stecken. Deswegen, ich würde einfach für alles nur eine Sache jetzt erstmal hier irgendwie designen. Auch wenn mir das Oberteil noch nicht so richtig gefällt. Langer Rock steht dir besser, sagst du? Okay. Wegen den breiten Hüften, ne? Mal gucken. Muss ja aber auch zu Lani passen, ne? Ah, warte mal. Vielleicht können wir sogar mal gucken. Inselleben. Welche Farben geben wir ihr denn? So grob gefragt. Mehr Blau, mehr Rot? Unten blau, oben rot. Ja, okay. Ich lass mal kurz das Ding. Und oben so mehr so rötlich, sagst du. Mal gucken. Man kann ja die Farben interessanterweise hier eingrenzen. Dann kriegt man auch. Ah, nur die Farben, Entschuldigung. Jacke und Co. passt hier nicht, weil. Achso, ich wollte ja nach Zulani suchen. Hex. Inselleben. Okay.
Also bei Inselleben wäre es eigentlich wirklich nur dieses hier. Da passt jetzt das Unterteil nicht hundertprozentig. Aber von oben her geht schon mal. Naja, es ist warm, klar. Inselleben, Sommer, Sonne, Strand, Bikini-Wetter halt, ne? Das passt von der Idee her schon. Müssen wir eben bloß gucken, dass das dann irgendwie zusammenpasst. Aha. Das würde gehen. Das sieht gut aus. Also das würde gehen. Ich glaube, ich lasse es so. Das andere sah auch ganz gut aus. Aber wie gesagt, ich glaube, das hier sieht sogar noch ein Sticken besser für sie aus. Inselleben. Ah. Tja. Ich nehme die Schwimmflossen, ja klar. Was es nicht hier alles so gibt. Aber sie muss dringend, wir müssen sie dringend zum Training schicken. Das Witzige ist, das war mit dem Marvin auch so. Als der damals vom Kind zum Teenager war, sah der auch erstmal richtig breit aus. Dann haben wir ihn trainieren lassen und jetzt strahlende Muskelmasse. So. Also bis auf die Schuhe würde ich das sogar lassen. Was wir jetzt hier gerade haben, vielleicht eine andere Farbgebung. Aber ich würde es ihr erstmal so lassen, weil wir hängen sonst hier Stunden noch im Designer. Deswegen Schuhe. Nehmen wir hier mal Dings raus. Abendbekleidung müssen wir mal gucken, weil das Problem ist Insel, ne? Insel ist ja so ein Problem, da können wir nicht zu hochhackig nehmen, weil, wie gesagt, da versinkt man ja immer schön brav im Sand, was dann so ein bisschen doof ist. Okay, Sport, jetzt, das ist das Wichtige. Sandalen und Dings passen, ja, das stimmt, aber trotzdem, also Sport ist... Bis auf das Oberteil würde ich vielleicht noch mal gucken. Nehmen wir hier die Dings raus. Mal gucken, was wir noch so haben. Ja, 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 ja. Von der Hose mal gucken. Hä? Ach, das ist gar keine Hose. Das sind Leggings, ne? Doch, das ist eine Hose. Ich wollte doch gerade sagen, das ist eine Hose. Sporthose, sehr schön. Passt sogar. Ja, ich würde, wie gesagt, die Farbe der Hose noch ein bisschen anpassen. Mal gucken, ob wir da noch was Elegantes finden. Oder man macht das sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt fehlen nur noch die passenden Schuhe. Also farblich angepasst. Oh, die werden anders angepasst, als ich dachte. Dann müssen wir vielleicht... die Tonschuhe nochmal austauschen. Ja, alles gut. So, schlafen. Schlafen, schlafen, schlafen. Schlafen. Ja. Komm, wir geben ihr einfach einen normalen Schlafanzug. Irgendwie. So, hier, bitte sehr, schläft. Ich glaube, die Latschen lasse ich mal weg. Wobei, die passten sogar, warte mal. Zack. Aber in den Tropen sowas Langes, ja, na gut, du hast schon recht. Ist ein bisschen warm. Hast du ja vielleicht recht, da... Gucken wir mal. Das passt zu dem, was sie bisher immer anhatte. So. Dann nehmen wir das so. Das wird schon. Das wird langsam. Das wird langsam. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass das was wird.
Das passt schon besser. Ja, okay. So. Das passt. Dann haben wir hier die Ausgekleidung. Gucken wir mal, ob es ausgekleidungsmäßig auch was vom Pack gibt. Wo war's? Inselim. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Mal gucken, ob wir da jetzt noch irgendwas anderes von den Schuhen her finden. Wie gesagt, irgendwann designe ich sie nochmal komplett, glaube ich, oben. Alles wird gut. So, der Badeanzug. Sie braucht noch einen Badeanzug. Hä? Ach so, wollte gerade sagen, warum ist denn das hier so wenig? So, wir können sie natürlich auch in Ganzkörper-Neoprenanzug packen, ne? Also, das geht natürlich auch. Aber ehrlich gesagt, das macht keinen Sinn. Also, Badeanzug, ach verdammt, wir müssen zwei Teile anmachen. Das geht ja gar nicht anders. Warte mal, wenn sie ins Wasser hüpft, wird sie ja zur Meerjungfrau. Deswegen, das geht ja nicht. Wir können das nicht machen. Wir müssen ihr hier praktisch irgendeine Art von Badeanzug geben. Und dann sozusagen, also so ein Zweiteiler, weil die Hose als Hose dürfte niemals auftauchen. Theoretisch. Werden wir gleich sehen. So, hier würde ich auch sagen, gucken wir mal ganz schnell, ob es hier für heißes Wetter inselebenmäßig was gibt, was ihr passt. Die Schuhe passen eigentlich fast schon. So. Ich kann auch alles tragen. Ja, interessanterweise geht das sogar mit dem alles tragen. Da hast du recht. So, und bei kaltem Wetter müssen wir auch mal gucken. Da müssen wir jetzt von Inselleben definitiv weg, weil kaltes Wetter ist halt richtig kalt. Ah. Passt. So, und aber schuhmäßig müssen wir auch mal gucken. So, passt. Okay, Accessoires. Hier hat sie irgendeinen Ring. Armbänder brauchen wir nicht. Ring bitte auch mal weg. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz, ob sie hier irgendwelche Accessoires hat. Nein. 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 Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. So, dann gucken wir mal ganz kurz hier bezüglich Augenbrauen. Interessant. Ganz ehrlich, ich würde ihr ein bisschen andere Augenbrauen geben. So, ich hoffe, dass das jetzt nicht überall anders ist. Ja, das geht. Das können wir lassen. Wie sieht es mit Make-up aus? Ich muss kurz gucken, ob sie irgendwo welches hat, was sozusagen komplett schief läuft gerade. Dann passt das alles. So, kalt. Jo, kalt. So, und dann kommen wir zu dem. Jetzt die gleiche. Es ist etwas, was sie doof gemacht haben, wenn er mich fragt, aber das müsste die gleiche sein. 1, 2, 3, 4, 5. Das N, weil es verbunden ist, glaube ich. Deswegen alles gut. 1, 2, 3, 4, 5. Ja doch, das ist alles richtig. Dann passt das. Dann müssen wir uns jetzt bloß... Und jetzt seht ihr, was ich meinte. Die Schwimmflosse unten, die ändert sich halt mit der Farbe. Und jetzt können wir uns überlegen,
Welche Flosse wir ihr geben. Mir gefällt eigentlich in dem Fall doch die erste. Die Frage ist bloß, in welcher Farbe. Oder die. Das hätte was. Warum hat das was? Weil das ist so eine Mischung. Marvin hat gelb als Flosse. Deswegen, ich glaube, wir nehmen die. Und jetzt kommt der Part mit dem, was gibt man ihr oben. Das ist neu, glaube ich, dass sie hier so eine Schuppung haben. Könnten ihr auch Schuppen geben. Dann ist sie sozusagen noch ein bisschen mehr Meerjungfrau. Was sagt ihr? Genau, bis Lea hat sie viel blau und rot an, deswegen... Ich würd das so machen, das ist so ein bisschen in der... das sieht ungesund aus. Sie ist Meerjungfrau. Definitiv. Und ja, sie wird definitiv noch Training brauchen. Wir müssen sie trainieren. Also ich würde sie erstmal so designen. Ob sie nachher dann so bleibt, das werden wir sehen. Ja, also ich kann sie ja jederzeit neu designen. Deswegen lasst uns mal sie so machen. Dann haben wir einen kleinen Design-Variante drin und einen guten Start. Ne? Dann haben wir einen ganz guten Start und dann passt das schon irgendwie. So, na dann feiern wir jetzt noch zu Ende den Tag. Ja, das ist halt so, wenn du die Sims hast, die altern, dann kommt erstmal was sehr Überraschendes bei raus. Genau, wir sehen das schon, was noch rauskommt. Also, da bin ich ganz vorsichtig optimistisch, wie es so schön heißt. So. Oh, das sieht doch gleich viel besser aus als das, was wir eben hatten. Muss ich mal so sagen. So, ein Glas Wasser nehmen. Wir trinken mal was. Und sie ist gut drauf. Das muss ich jetzt sagen. Sie ist gut drauf. Sie hat gute Laune. Oh. Was? Karriere als Gärtner? Nein. Findet zwar draußen statt, aber nein. Machen wir nicht. Gut, also das ist eine Teenagerin. Da können wir mal das Outfit zeigen. So, sie ist übrigens am glücklichsten, wenn sie alleine ist. Und die Karriereagentur meldet sich. Ich dachte zwar bei mir, diese Miri ist vielleicht ein wenig ungeschliffen, aber sie erinnert mich an eine junge Lana Cassie. Die Sache ist so, du hast vor der Kamera wirklich gute Arbeit geleistet. Mit ein bisschen mehr Anstrengung könntest du brillieren. Sehr gut. Ich glaube, das hier kriegen wir nicht hin. So. Wir danken mal allen fürs Kommen und so weiter und so fort. Und die Party geht noch 3 Stunden, also 3,5 Minuten geht sie noch ungefähr. So, wir sind charmant geworden. Und sie ist eine Zweier-Oberschülerin. Das musst du dir mal geben, ja? Erstens ist sie mit einer 1 von der Grundschule gekommen und hat dann sofort eine 2 auf der Schule, aber war noch nie da. Wow. Wenn die im Regen rausgehen, bekommen die dann auch Flossen? Nein, das bekommen sie nicht. Genauso wenig, wenn sie unter die Dusche gehen. Da bekommen sie auch keine. Also, es ist so, dass nur wenn sie schwimmen, da taucht die Flosse auf und wenn sie in der Badewanne liegen, dann auch. Wie der Carpador bei Bockeviecher. Ich habe gerade kurz nur überlegt, eine Entwicklungsstufe gibt es hier nicht. Nein, hoffe ich. Sonst wird es ja ganz bunt. Liebe Brigitte dann, die sich entwickeln sollte. Aber sie ist sehr energiegeladen gerade. Hey, die machen noch den Kühlschrank kaputt. Moment, da müssen wir mal ganz kurz Hallo sagen. Dann zappeln die beim Regen auch so auf dem Bürgersteig rum. Nein, tun die nicht. Erinnere mich doch nicht an den Carpador, der arme Fisch. Der arme Fisch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Seien wir doch immer ehrlich, das arme Tier.
Wobei ich gelesen habe, die Carpadors sind im Prinzip, die Weiterentwicklung, hatte mir einer geschrieben, dass das irgendwas mit der japanischen Mythologie, mit Aufstieg von irgendwelchen Tieren dann zu Drachen und so weiter zu tun hat. Also irgendein Fisch, der dann aufgestiegen ist und so weiter. Das soll da wohl drin sein. Ich habe selbst nicht nachgelesen. Mir reicht die Erkenntnis, dass ich gedacht habe, was ist denn da passiert? Irgendwie ganz, ja. Es hat schon was. Oh, der es pfeift im, im Hintergrund, weil der Computer kaputt gegangen ist, aber wir haben ja genug Geld. Komm. Ja, die Party läuft, auch wenn wir hier die Ziele nicht wirklich hinkriegen. Aber das soll mich nicht stören. So, wir gehen mal auf Toilette. Oder auch nicht. Doch, jetzt. Guckt mal, Väterchen Frost ist nicht als Darth Vader angekommen. Ich wusste doch, dass er vernünftig ist und lieber als er selbst erscheint. Ach, der Gute. Ja, wie langweilig. Ja, es ist ja nicht Geek-Con, ne? Nur wenn die Geek-Con ist, dann ziehen die diese andere Kleidung, glaube ich, an. Also, alles gut. Das ist ja wieso das Witzige. Es gibt ja ein Batuu-Add-on, aber da kannst du nicht Darth Vader treffen. Da triffst du nur Kylo Ren und Rey. Ne? Also die Figuren aus den neuen Filmen. Finde ich ehrlich gesagt auch schade. Aber gut. Brigitte. Brigitte. Wie kannst du nur? Wirst du gefälligst spüren. Guck mal, sie fängt an Sport zu machen. Sie fängt einfach an Sport zu machen. Sie weiß, dass zu viele Kalorien drauf sind. Da muss sie mal aktiv werden. Und alles ist gut. So. Zuspruch geben. Wir geben dem Weihnachtsmann mal Zuspruch. Wir wollen dieses Jahr ja auch wieder ein Geschenk haben. Deswegen gehen wir da einfach mal hin und sagen, du bist cool. Du bist der Richtige. Alles ist super. Sie ist schon kommen. Stunden um Stunden, sie im Fitnesscenter. Oh Mann. Aber wir haben ja ein schönes. Wir haben ja in Mount Komorebi haben wir ja ein ganz, ganz tolles Fitnesscenter gebaut. Da kann sie ja dann demnächst mal hin. Kann ich sie ja sogar fast schon am nächsten Tag. Wobei, wie ist es denn gerade? Es ist kalt, Mist. Dann kann sie draußen nicht schwimmen. Schade. Naja, was soll's. Aber erstmal 7 Sekunden, also 7 Minuten Sims-Zeit haben wir noch. Dann endet die große Party. Und ja, sie war gar nicht schlecht. Da steht ein Aquarium, ja, mit einem kleinen Goldfisch. Und die Party ist vorbei. Schade wegen der Party, aber wenigstens hat jemand ein Buch als Geschenk da gelassen. Du findest es im Haushaltsinventar. Geil, endlich mal ein schönes Buch. Okay, das hat doch was. Ja, Marvin sitzt auch in der Badewanne mit seiner schönen gelben, goldenen Schwanzflosse. Alles wird gut. So, ja, das war doch eine super Party. Brigitte ist älter geworden, wir haben sie so ein bisschen designt, noch nicht wirklich perfekt. Und Miri ist todmüde. Und das ist auch ein gutes Stichwort, noch die Badewanne zu ersetzen und dann hier ein Speichern zu machen und für heute das Spiel zu beenden.